Alter, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem sehr frühen Start. Die Leute sind endlich da zum Reparieren von meinem Rollo. Und die sind echt sehr pünktlich und sehr früh. Also, das ist früher. Also, ich bin Frühaufsteher, aber ich brauche in der Früh immer eine Weile. Ich liege noch im Bett, ich check die Nachrichten, dann brauche ich erstmal eine Weile im Bad. Deswegen, also, ich stehe schon relativ früh auf, so zwischen 7 und 8. Aber ich liege ungelogen noch eine Stunde da und bereite ein paar Sachen vor, check die Nachrichten. Check Twitter und so weiter und so fort. Ich stehe also noch nicht sofort auf. Und diesmal muss ich halt direkt sofort aufstehen. Ich schreibe gerne in den Kommentaren, ob ihr auch morgen Menschen seid. Und ob ihr lange in der Früh braucht, um fit zu werden. Oder ob ihr dann einfach direkt aus dem Bett springt. Es werde Licht. Die haben es repariert. Super saftig. Wir haben endlich wieder Tageslicht. Aber die haben das Fliegengitter zerstört, also abgemacht. Und nicht wirklich drauf geachtet. Der meinte, ja, keine Ahnung, ob es noch geht. Ist mir aber relativ egal. Ist dreckig. Ich will es gar nicht mal anfassen. Ob es da ein Fliegengitter gibt oder nicht, juckt mich jetzt nicht so sehr. Ich soll euch von Chong ausrichten. Quang Lee hat ein neues Album rausgebracht. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Schauen wir mal. Mein Gott. Wer ist Quang Lee, Digga? So. Alles klar. Ihr wisst, Ende der Woche, ich schaue hier immer vorbei für das Wochenspecial. Aber ich bin zu spät, das ist schon ausverkauft. Oh mein Gott. Ich hatte von den normalen noch nicht alle, deswegen nicht so schlimm, aber das heißt, ich muss morgen oder Samstag nochmal kommen, sonst habe ich es verpasst. Und ich habe seit 3 Monaten oder so keins verpasst, also das geht echt nicht, Mann. Morgen sind wir hier nochmal. So. Ich konnte nicht widerstehen, ich habe schon reingebissen. Tonkatsu ist ja japanisch. Anders heftig, also saftig dafür, dass es Plan B ist. Aber deswegen ist es auch dauerhaft auf der Karte. Wir haben uns ja die Frage gestellt, was passiert mit den Sandwiches und so. Also die Antwort habe ich immer noch nicht, aber eins von den Wochensandwiches ist jetzt dauerhaft im Programm. Ist meiner Meinung nach aber irgendwo im Mittelfeld gewesen, also. Sie haben nicht ja irgendwie das Überkrasseste. Vielleicht war das verkaufstechnisch das Krasseste. Ist ja Geschmackssache. Und die dachten sich ja, okay, wenn das so abgeht, dann nehmen wir das komplett mit rein oder so. Ich weiß ja die Zahlen nicht. Aber mir hat das nicht am besten geschmeckt. Gott, sieht so heftig aus, Leute. Okay. Das ist heftig. Den hatten die Jungs mal aber kalt. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und die haben bei den kalten Sandwiches gesagt, dass es krass ist. Weil wir immer, die sind alle zu spät gekommen, außer mir und Chong. Dann haben die ja kalte Sandwiches bekommen. Aber heftig. Hat ja letztens Fotos von seinem Foodshop geschickt. Ja, sieht alles gut aus, wir sind gespannt. Es fehlen nur noch Locations. Locations, falls ihr irgendwie aus München kommt und ihr da irgendwie was wisst oder Connections habt oder selber was machen könnt. Gibt's gerne Bescheid. Boah, der war echt krass. Ich glaube, der war echt Top 3 der Sandwiches dort. Da kommen die Jungs wieder zum Streamen und sowas. Seid gespannt. Schaut vorbei. Freitag, Samstag. Wir wissen noch nicht die genauen Tage. Wir müssen mal so einen Zeitplan machen, so einen Stundenplan, wann wir genau streamen, welcher Tag in der Woche und dann hoffentlich auch dran halten. Puh. Ich habe mir wieder Bubble Tea gegönnt, aber kein normaler. Also erstmal, der Laden hatte jetzt 4-5 Monate zu und dann habe ich heute auf Instagram gesehen, dass die endlich wieder offen haben. Weil ich habe hier einen richtig, richtig verrückten mal gehabt, so im Dezember. Damals, wo ich noch versucht hatte, so ein Video zu drehen. Ich trinke jeden Bubble Tea Laden, also jeden Bubble Tea in München. Seitdem, boah, demnächst machen 2 neue auf, einer hat zugemacht. Dann hat mir noch ein Kollege Pogo Munich, vielleicht kennen ihn ein paar noch, die Pokémon Go spielen. Hat mir heute auch so ein Bild geschickt, hey, hier neuer Bubble Tea Laden, du trinkst doch gerne Bubble Tea, check mal ab. Und auf jeden Fall, der hatte heute endlich wieder offen. Ich bin dann direkt hingegangen, aber ich weiß nicht, wie das hieß, was ich da hatte. Das war irgend so ein Spezialangebot. Dann sage ich dem Typen so, ey ja, ich hätte gerne etwas,
Das hatte ich im Dezember bei ihnen. Das war richtig verrückt. Das hatte Gelee, das hatte Boba, das hatte Tapioca, das hatte Pudding, das hatte dies und das. Und er guckt mich so an. Er denkt sich so, Digga, was willst du von mir? Und ich erzähle ihm so, ja, Digga, Dezember war ich dort. Richtig krass, richtig verrückt. Das hat einfach alles. Ungelogen, eine Minute haben wir geschwiegen. Ich schaue ihn so an. Er schaut mich so an. Dann sagt er auf einmal was. Ich glaube, sie hatten... Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe es wieder vergessen. Hätte ich mir merken sollen, den Namen, weil ich will das noch öfters trinken. Ich so, keine Ahnung, aber können wir gerne mal probieren. Dann schaue ich so gespannt, wie sie das zubereitet. Sie tut das rein. Ich so, boah, ja. Sie tut das rein. Ich so, ich weiß nicht, ob das drin war. Dann tut sie noch was rein. Ich so, oh ja, okay. Und dann sind wir hier gelandet. Es ist, glaube ich, das, was ich hatte. Verschiedene Sachen, Perlen, Bobas, Tapioca, Bohnen, ah ja, Bohnen hatte das auch drin. Junge, das ist es. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber wenn ihr bei Teepause seid, sagt, ihr wollt dieses Verrückte mit allem, was Hong immer nimmt. Junge, Alter, seht ihr das? Was für, wie viele Schichten das hat und was alles. Richtig crazy, Mann. Real Talk. Okay, Leute, Real Talk. Ich schneide gerade Video. Wir haben uns gegönnt, wir haben auch ein Reel dazu gemacht. Kommt auf mein Instagram vielleicht. Oder sehr wahrscheinlich. Real Talk, die Kollegin hier hat mir ein paar Probleme erzählt. Von der Arbeit ihrer Mutter. Da war so eine Auszubildende, die wurde entlassen. Die hat nicht so tolle Arbeit geleistet. Und die hat sich jetzt wieder gemeldet. Anscheinend hat sie hier und da keine neue Stelle gefunden. Und versucht hier nochmal zurückzukommen. Da habe ich zuerst gesagt, oh ja, voll Mitleid und so, die Armen und so. Dann habe ich mich wieder erinnert, wer das war. Dann habe ich dir gesagt, weg mit der. Und jetzt kommt Real Talk. Sie will sich halt treffen. Vielleicht will sie nochmal gehen, vielleicht will sie irgendwas anderes. Mein Rat, ich würde sie nur zurücknehmen, wenn sie sich direkt entschuldigt, richtig Japanese-Style, auf dem Boden, den Kopf so, den hier macht und sagt, es tut mir leid, krieg bitte die Stelle. Dann würde ich sagen, okay, Respekt, komm zurück, ich verzeih dir. Sonst nie. Sonst niemals. So, zum Abschluss noch, weil ich habe zu lange mit der Kollegin gechillt und sonst nichts gemacht. Der CryptoTab-Browser, da haben auch viele gefragt, hey, wie sieht's aus, was ist das Update und so. Hier unten in der Ecke könnt ihr es hoffentlich sehen. Ich habe 6785 Satoshi, momentan seit der letzten Abhebung. Der Twitch-Bot promotet den noch, schickt ab und zu einen Link rein. Aber unten in den Videos ist er nicht verlinkt, weil das lohnt sich an sich nicht wirklich. Habe ich aber auch nie damit gerechnet, also denke nicht, dass es wirklich ist, meinen oder so. Es ist net to have, besser als gar nichts, so ein netter Bonus, aber viel kriegt man dadurch nicht. Habe ich auch nie erwartet, habe ich aber auch nie so promoted. Das meiste habe ich tatsächlich durch die Empfehlungen bekommen, also das ist fast so ein Pyramiden-Schneeballsystem. Gesamt habe ich $86 und davon sind 76 durch die Referrals. Ich habe 48 von euch gereferred. Also von meinen Referrals sind das direkt 28. Die haben nochmal 19 empfohlen. Die sind dann meine zweite Stufe. Und von den 19 hat einer das empfohlen. Und der zählt dann für mich immer noch Stufe 3. Ich glaube, wenn der das empfehlen würde und einer das machen würde, würde ich Stufe 4 auch noch bekommen. Also das meiste Geld, wie gesagt, daraus. Und man darf nicht bedenken, als ich den angefangen hatte, das war irgendwie November, Bitcoin war ein Drittel von dem jetzigen Wert, das war unter 20.000 noch. Und da hatte ich tatsächlich dann immer gesehen, wie viel ich hier gemeint habe. Also das, die Dinger, die Anzahl ist tatsächlich relativ schnell immer hochgegangen. Und mich überrascht das hier, dass ich hier nur $10 geschifft habe, ich selber. Vor allem, wie schnell es am Anfang ging. Und jetzt, wann war meine letzte Auszahlung, wo sieht man das? Meine letzte Auszahlung war vor Monaten und seitdem hat sich nur ein paar Satoshi ergeben. Schaut mal, die letzte war vor über 2 Monaten. 2,5 Monaten. Und in 2,5 Monaten habe ich nur 6.787 Satoshi gemacht. Okay, was heißt, ja. In 2,5 Monaten, fast 3, habe ich fast $3 gemacht. Also ein bisschen mehr als $1 pro Monat. Das ist halt echt extrem wenig dafür. Das war früher, das habe ich fast... Ich weiß gar nicht, wie viel ich früher gemacht habe, aber so, so viel mehr. Deswegen wundert mich das. Aber wie gesagt, durch die Referrals habe ich $80 gemacht. Also, früher hat sich der mehr gelohnt. Vielleicht habe ich auch irgendwas abgeschaltet oder so. Da kann man nämlich immer hier auf Maximalgeschwindigkeit erhöhen. Ist auf Max eigentlich. Keine Ahnung, also früher, gleich am Anfang, vielleicht wollen die einen auch nur locken.
am Anfang, wenn man das neu installiert hat und man sieht, boah, die Zahlen steigen, das lohnt sich und so. Und dann irgendwann mit der Zeit drosseln die das runter und denken dann, ja, okay, der checkt das eh nicht. Und am Anfang ist es nur ein bisschen erhöht, damit man gelockt wird. Das kann natürlich auch sein. Weiß man ja nicht. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall, das war so mein Update. Knapp $90 gemacht, hier $86. Ja. Benutzt gerne den. Ich meine, Satoshi ist Satoshi. Wer weiß, wie viel das in ein paar Jahren wert sein wird. Aber wie gesagt, reich davon wird man auf gar keinen Fall. Ja, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Folgt uns auf Twitch, Instagram. Twitch, wir sind irgendwann am Wochenende immer live. Wie gesagt, ich muss noch feste Zeiten mit den Jungs ausmachen. Aber uns würde es freuen, wenn ihr vorbeischaut. Mal schauen, auch gerne Vorschläge machen, was wir alles so machen können im Stream, was wir zocken können. Und ja, wir sind offen für Feedback, weil die Jungs sind sehr, sehr klasse im Streamfieber. Die wollen das echt hoffentlich durchziehen. Hoffentlich vergeht das nicht demnächst und dann stehe ich wieder alleine da. Folgt uns gerne dort, ansonsten auf Instagram. Checkt natürlich Bitcoin ab, DFI, das war's von mir.